Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Ja, da sind wir immer noch bei der Loge. Wo ist denn Andrea? Die wollte uns ja unbedingt was mitteilen. Du, hör mal. Lass uns reden. Mich würde etwas interessieren. Ja. Ich weiß, dass du auf ungewöhnliche Weise zur Constellation gekommen bist. Aber du warst nicht verpflichtet zu bleiben. Du hättest einfach das Artefakt abliefern und gehen können. Warum bleibst du? Bei mir ist die Woche nicht viel los. Die Artefakte bedeuten etwas. Wir müssen herausfinden, was. Es ist wohl wirklich eine einzigartige Situation mit ernsten Konsequenzen. Das hält auch mich hier. Meine Vergangenheit ist kompliziert. Und jeder in der Constellation weiß, dass ich selten darüber spreche. Aber meine Familie hat immer betont, wie wichtig es ist, einen Sinn im Leben zu haben. Man braucht einen Daseinszweck. Dafür, dass deine Vergangenheit so kompliziert ist, erwähnst du die aber zu jeder Minute. Irgendwann kannst du mal was darüber erzählen. Warum bedeutet die Constellation dir so viel? Diese Gruppe von Menschen, die sonst nie etwas miteinander zu tun hätten, hat sich für ein gemeinsames Ziel zusammengetan. Das allein ist schon beeindruckend. Noch ehe man bedenkt, wie monumental ihr Werk ist, welche Möglichkeiten es birgt. Ja, welche denn? Ja. Also ich finde, man braucht unbedingt einen Grund, um morgens aufzustehen. Ja, so kann man es auch sagen. Es überrascht mich immer wieder, wie skeptisch manche dieser Sichtweise begegnen. Es scheint sie zu beleidigen, wenn ich sie äußere. Als ich erstmals nach New Atlantis gekommen bin, war ich entsetzt, wie viele Menschen ihren Alltag wie Drohnen abspulen. Sie arbeiten, essen, schlafen, alles ohne irgendetwas um sich herum wahrzunehmen oder sich darum zu kümmern. Gefügsam. Ihr Leben ist so ganz anders als in weiten Teilen der besiedelten Systeme. Sie wissen nicht, wie gut sie es haben. Inwiefern ist ihr Leben denn anders? Sie müssen nicht kämpfen, um zu überleben. Oh. Ihr Alltag kennt kein Risiko. Du hast gewiss selbst erlebt, dass das in weiten Teilen der besiedelten Systeme nicht so ist. Feindliche Umgebungen, gefährliche Kreaturen und erst die Gefahr, die von anderen Menschen ausgeht. All das kennen diese Leute nicht. Ja, aber die Menschen haben wahrscheinlich andere Probleme, die du nicht kennst, weil du ihre Leben nie gelebt hast. Ich verstehe das schon, nicht jeder muss auf dem toxischen Mond spazieren gehen, das verstehe ich schon, aber als ob die anderen Menschen nicht eigene Probleme und eigene Kämpfe auszufechten hätten, für die du vielleicht einfach auch nicht gemacht wärst, weil du dich dieser Verantwortung entziehst, indem du quasi dein Leben führst, wie du es führst. Das sehr viel freier ist, aber natürlich auf andere Weise. Naja, gefährlich. Und du glaubst wirklich, um zu leben, muss man kämpfen müssen? Ich glaube, wenn man nicht kämpfen muss, vergisst man leicht, was Leben wirklich heißt. Durch einen Lebenssinn überwindet man Leid und Not. Ich weiß das, diese Menschen sind ahnungslos. Aber man kämpft ja immer nicht nur mit der Waffe. Ja, also es gibt auch andere Arten von Kämpfen. Nicht nur wortwörtlich. Aber ich merke schon, du hast offenbar viel durchgemacht. Das habe ich. Und ich habe mich oft gefragt, ob es all die Mühe wert war. Meine Familie ist in den besiedelten Systemen einzigartig. Ich bin außerhalb der United Colonies und des Freestar Collective aufgewachsen. Meine Eltern und ihre Eltern vor ihnen waren überzeugt, dass man niemandem außerhalb der Familie vertrauen kann. Du kannst dir vorstellen, dass es schwierig ist, ohne Kontakt zu anderen im Weltall zu überleben. Warum wollte deine Familie unbedingt unabhängig sein? Sie haben geglaubt, und tun es noch, dass jeder, der nicht zur Familie gehört, nicht unsere Werte und Ziele teile und daher eine potenzielle Gefahr sei. Nach meinen Erfahrungen in den besiedelten Systemen stimme ich weitgehend zu. Aber eben nur weitgehend. Zum Teil. Sich alleine durchzuschlagen ist bewundernswert. Ich hätte das Leben ehrlich gesagt nicht gewählt. Immer nur einsamer Wolf und so. Also wenn ich die Wahl hätte, hätte ich so nicht gewählt. Eine Wahl war das nie. Ich weiß. Zumindest nicht für mich.
aber rückblickend verstehe ich deine Sicht. Doch vorerst haben wir zwei unseren Sinn wohl in der Constellation gefunden. Das glaube ich auch. Das muss für den Moment reichen. Es freut mich, dass wir dieselben Ziele haben. Ich genieße unsere gemeinsame Zeit. Danke. Ja, ja, cool, Andrea. Warte kurz. Ja? Kann ich helfen? Persönlich. Okay, es gibt nichts persönlich. Nee, schon gut. Ja, das war jetzt auch mal ein Gespräch. Das Geräusch kam von der Lampe die ganze Zeit, ne? Ich hab mich schon gewundert. Das Drrrr im Hintergrund die ganze Zeit. Ich dachte schon, ich habe wieder Verbindungsprobleme, aber das war die Lampe diesmal irgendwie. Die Loge nicht wie mein Zuhause an, aber das wird hoffentlich noch. Muss ja auch nicht unbedingt. Wie ein Zuhause reicht dir. Hey, ich habe mit den anderen geredet. Es wäre schön, wenn wir uns versammeln. Abschied nehmen. Du weißt schon, von Sarah. Mit der habe ich gerade noch geredet. Ich komme, Noel. Versprochen. Danke. Ohne dich wäre es nicht das Gleiche. In ein paar Tagen wird alles bereit sein. Warte auf die Feier. 5 UT-Tage. Okay. Schalte ich mal nicht aktiv. Ich könnte es 5 Tage natürlich pennen, aber naja. Ich habe übrigens nachträglich noch gelesen, ne? Ich habe wegen Sarahs Tod mal gegoogelt. Aus irgendeinem Grund fand man es bei Bethesda eine tolle Idee, die Person auszuknipsen, mit der man am meisten vertraut ist. Also, ne, mit der man am meisten Beziehungspunkte hatte zu dem Zeitpunkt. Entweder die Person oder Barrett. Eine von beiden trifft es, je nachdem, wie man sich entscheidet. Man weiß vorher natürlich von nichts, ja, aber entweder die Person, mit der man am meisten zu tun hatte, oder Barrett. Ich find's nicht gut. Es wirkt auf mich einfach so wie... Also ich finde die Idee an sich, die Person, mit der man die meisten Beziehungspunkte hat, blablabla, zu opfern für irgendwas, finde ich eigentlich eine gute Idee, aber die Umsetzung ist furchtbar, weil die einfach nur sinnlos... Also in diesem Fall wirkt es einfach komplett sinnlos. Wenn man das schon macht, hätte man es viel dramatischer aufziehen müssen, nicht einfach nur, oh, die ist tot, viel dramatischer aufziehen müssen und am besten noch mit einer Spielerentscheidung anhängig. Dass man quasi fast keine andere Wahl hat, die Person zu opfern. Und du musst es aber tun für irgendwas viel Größeres, für bla bla bla. Und du willst natürlich nicht. Alles in dir sträubt dich dagegen, aber du hast letzten Endes keine Wahl. Ne? Also so hätte man das vielleicht eher aufziehen sollen, statt einfach zu sagen, okay, dann greift der Typ an und dann, ja, dann ist sie tot. Ne? Das ist so, so schade. So. Und um Sarah ist es halt auch schade. Ich habe schon überlegt, ob ich die mit Kommandozeile wieder reinspawne, weil das so sinnlos ist einfach. Ja, na gut. Komm, wir reden mal ein bisschen mit den Leuten. Hey, Walter. Man vergisst, was man an einem Ort wie der Loge hat, bis man Gefahr läuft, ihn zu verlieren. Ja, ja, ja. Was hältst du denn von der Allheit? Im Widerspruch zu allem, was ich zuvor je gesagt und geglaubt habe, frage ich mich, ob wir diese Suche je hätten beginnen dürfen. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Wenn das alles wahr ist, haben wir möglicherweise eine Ereigniskette in Gang gesetzt, durch die weitere Sternenblüter entstehen. Mhm. Oder schlimmer noch, wir haben die, denen wir begegnet sind, noch stärker werden lassen. Noch nicht. Beides unschöne Optionen. Wir haben also vielleicht keine andere Wahl, als diese Reise abzuschließen, bevor sie es tun. Richtig. Und zahlreiche Constellations haben es ja bereits getan. Ja, wir wissen nicht sicher, was passieren wird. Wir können jetzt nicht aufhören, nicht nach allem, was wir durchgemacht haben. Wenn wir die Allheit als erstes erreichen, können wir für Chancengleichheit sorgen. Aber funktioniert das überhaupt so? Mir schwirrt völlig der Kopf. Mir gefällt der Gedanke nicht, sich auf die Seite einer dieser Gruppen zu schlagen. Ja. Mir wäre es lieber, jemand von der Constellation ist zuerst da. Naja, Sarah ist ja schon da. Ich traue uns deutlich mehr als diesen Sternenblütern. Sternblut Sarah ist ja schon da. Ja gut, das ist schwierig. Hey Barrett, du solltest tot sein. Nein, Quatsch. Da ist wieder dieses Gefühl der Leere. Es fühlt sich... Hey Sam. Es muss ein größeres Wort als Danke geben. Mehr als Dankbarkeit.
wie dieses Wort auch lautet. Das empfinde ich für dich. Ich wäre tot, mausetot, wenn du nicht gewesen wärst. Hey. Ich bin einfach nur froh, dass ich euch nicht für beide verloren habe, ja. Und trotzdem ist jemand gestorben. Meinetwegen. Ich gebe mir nicht wirklich die Schuld, ich hätte es ja nicht wissen können. Obwohl ich überlegt habe, ob ich nach oben gehe, aber naja, wie gesagt, einer hier unten wäre gestorben und ich hatte Angst, dass es entweder Sam ist und dann ist die Kleine alleine oder die Kleine stirbt und das wäre ja noch viel schlimmer. Aber trotzdem ist jemand gestorben. Meinetwegen. Nein, nein. Gib nicht dir die Schuld. Der Hunter ist schuld. Nein, ich war's. Ich muss das fragen. Warum ich? Es war eine unmögliche Lage. Es ging noch gar nicht um dich. Und wenn die Frage falsch ist, tut mir leid. Aber das raubt mir den Schlaf. Also... Sarah Morgan war unsere Anführerin. Sie hat alles zusammengehalten. Ich weiß nicht, ob ich mich wählen würde. Ich hatte nicht die Wahl zwischen dir und Sarah. Die hatte ich gar nicht. Hä? Ja, außerdem konnte ich... Ja, das war eigentlich mein Grund. Ja, das war tatsächlich, ne, ich konnte Cora nicht ohne Vater aufwachsen lassen, das war so, ja. Und hier unten waren halt, wie gesagt, hier unten waren einfach so und so viele Leute, ich meine 5 oder 6, und oben waren halt 2. Das war eine Mr. Spock-Entscheidung. Ja, ich konnte Cora nicht ohne Vater aufwachsen lassen. Für meine Tochter, ich bin dir unendlich dankbar. Wie geht es dir? Kommst du klar? Ich habe Sarah gerade wieder gesehen, alles gut. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Es geht einfach nicht. Ich bin einfach so wütend. Ich könnte schreien. Ich bin einfach wie betäubt. Ich konzentriere mich einfach darauf, was getan werden muss. Damit kann ich mich am besten ablenken. Ich wünschte, ich könnte das auch. Dieses Arschloch von Hunter muss dafür bezahlen. Das wird er. Ist mir scheißegal, ob er ein Sternenblut und unzerstörbar ist. Wir machen ihn fertig. Niemand legt sich mit meiner Familie an. Ja, wir wissen immer noch nicht, was die Sternblüter für ein Spiel spielen, welche Regeln gelten. Das wissen wir wirklich nicht, ne? Ich gebe keine Ruhe, bis ich das Arschloch erledigt habe. Weißt du was, ich sag das einfach, weil ich mag den Hunter trotzdem nicht. Du nimmst mich mit, verstanden? Das ist was Persönliches. Du sollst nur wissen, dass ich für dich da bin. Danke dir, Sam. Wir stehen das nur durch, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen. Ich danke dir, Sam. Hey, Noel. Keine Sternblüter mehr. Fürs Erste. Was hältst du von dem Konzept der Allheit? Es ist albern, aber ich werde den Gedanken nicht los, dass es mich vielleicht mehrfach gibt. Hä? Schon eine einzige weitere Noelle ist verrückt. Aber Dutzende? Hunderte? Unendlich viele? Wie unterschiedlich sind sie wohl? Sind wir wohl? Bin ich nicht annähernd so ein Individuum, wie ich dachte? Doch. Wenn ich nur daran denke, schwirrt mir der Kopf. Jede dieser Existenzen ist ein komplettes Individuum. Auch wenn man sich jetzt mit all dem, genau dem Wissen, das man jetzt im Kopf hat, klonen würde, zum Zeitpunkt, wo die Klonung abgeschlossen ist, wären beides eigenständige Individuen. Also angenommen, ne, ich als Erik lasse mich jetzt klonen und da kommt jetzt ein Klon-Erik, der kommt da gerade aus der Kapsel raus. Ab dem Moment, wo er geklont wurde, ist es ein eigenständiges Individuum. Wo er aufwacht mit Bewusstsein und allem drum dran, nimmt er die Welt schon anders wahr als ich. Denn er kommt ja gerade aus der Kapsel, ich nicht. Ne? Er macht seine eigenen Erfahrungen, ist ein eigenes Individuum. Ja. Ich müsste mich nur vorher markieren, dass ich das Original bin, weil sonst wird er auch davon... Nee, er würde nicht davon ausgehen, weil er kommt ja aus der Kapsel. Dir ist wohl auch nicht zum Reden zumute. Ja, doch schon. Aber ich frage mich gerade nur, warum die das alle jetzt wissen mit der Allheit. Haben wir das schon erzählt? Weil irgendwie mir fehlt der Anschluss gerade, wie sie jetzt darauf kommt, dass es sie mehrmals gibt. Ja, von Universum zu Universum zu springen ist also eher nichts für dich? Ja. Ja, das ändert nichts daran, wer du bist. Schön, dass du dir da so sicher bist. Na klar. Ich bin es nicht. Doch. Ganz und gar nicht. Hä, natürlich. Hä? Wie sollst du denn auf einmal nicht mehr du sein? Weird. Hey, Matteo. Du fühlst es auch, oder? Die Loge fühlt sich leer an. Ja, sicher. Aber was hältst du denn von diesem Konzept der Allheit? Ich dachte, ich würde die Lage verstehen. Aber jetzt zweifle ich. In der Überzeugung des Sanctum Universum war es Gottes Wille, dass wir zu den Sternen reisen. Deswegen sind wir hier. Mhm. Ist das der nächste Schritt unserer Reise? Ist es das, was wir hier draußen lernen sollten? Ist die Allheit vielleicht... Ist sie Gott? Oder
einen Weg zu ihm? Die Natur ist Gott. Ja, die ganzen Universum und alles, das unterliegt ja alles den Gesetzmäßigkeiten der Natur. Also, ja, ich kann das alles noch nicht hören. Wir dürfen nicht vorgreifen. Ich sag's dir, wenn ich's geschafft habe. Ach ja? Ja. Das wäre etwas. Ohne Frage. Ich weiß nur eines, ganz sicher. Wir müssen das durchziehen. Ja. Wir müssen die restlichen Artefakte finden. Und Badekappen kaufen. Gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Vlad. Matteo hat uns von deiner Pilgerreise erzählt. Mhm. Du hast sie gefunden. Die Bedeutung von Allheit. Woher weiß er das denn? Hä? Sie ist das Zentrum eines Multiversums. Wir bauen den Weg dorthin. Da draußen gibt es unendlich viele Ichs. Sie tun mir alle leid. Ja, Sarah lebt. Eine Version von ihr aus einem anderen Universum. Wichtig, aber ich glaube, das ist jetzt wichtiger. Ja, die Allheit ist das Zentrum eines Multiversums. Wir bauen den Weg gerade dorthin. Moment. Wie war das? Mehrere Universen? Ja. Du kannst unmöglich das meinen, was ich glaube. Ich will ja nicht der Kopfmensch sein. Aber der Paukenschlag, was wir hier eigentlich bauen, muss vielleicht noch eine Sekunde sacken. Willst du das Ganze mit den multiplen Universen mal für alle durchgehen? Ja. Mir wären ein paar mehr Details ganz recht. Ich bin wohl in einem anderen Universum gestorben. Du bist Sarah die Gesandte, ein Sternblut. Glaub mir, es gibt mehrere Universen. Die Allheit bringt uns hin. Sie macht dich zum Sternblut. Eine Sarah-Version sagte mir, die Allheit erschaffe die Sternblüter. Sie bereisen Universen. Das erklärt, warum die Sternenblüter sie so dringend brauchen. Wer sie alle bekommt, hat ein Tor zur Unendlichkeit. Ich will gar nicht an die nötigen physiologischen Veränderungen denken, um zwischen den Universen zu reisen. Und was es dem Verstand zufügt? Erleuchtung oder Vergessenheit? Wie beim Hunter. Hä? Du hast die Chance, das, was deinem Gott am nächsten kommt, zu erreichen, und du hinterfragst das? Man nähert sich dem Leben nach dem Tod nicht ohne eine gewisse Beklemmung. Was? Ja, aber... Es geht doch erstmal nur darum, andere Universen zu bereisen. Was heißt denn hier physiologisch, was das mit einem ausmacht oder mit dem Kopf oder so? Ich meine, früher konnten sich Leute wahrscheinlich auch nicht vorstellen, von Braunschweig nach Gifhorn zu fahren. Ja, aber irgendwie kriegen wir das heute hin, ohne Probleme. Oder vielleicht mit dem Flugzeug mal eben kurz nach Japan rüberjetten. Aber kriegen wir inzwischen hin, ohne Probleme. Wir können uns jetzt nicht vorstellen, auf Mars zu wohnen. Und in Zukunft auch nicht. Nee, ja. Nee, ist... Alles okay bei dir? Ja, Entschuldigung, ich philosophiere wieder vor mich hin. Nee, ja, was soll das mit einem machen? Es wird erstmal ungewohnt sein, aber... Ja, das ist unsere Mission, ins Unbekannte zu gehen. Denk an das, was uns erwartet. Ein neues Leben, die Kräfte der Sternblüter. Wir sollten uns alle Zeit nehmen und darüber nachdenken, was das bedeutet. Ja, ich denke, das hier ist eigentlich das Beste, ne? Und klar ist das unsere Mission, ins Unbekannte zu gehen, aber... Man muss ja nicht kopflos vorwärts stolpern, man kann auch mal kurz anhalten und nachdenken vielleicht vorher. Du hast recht. Das ist viel zu verarbeiten. Ich denke, ein bisschen Zeit, um uns zu sammeln, kann nicht schaden. Aber du weißt, wo ich sein will, wenn alle bereit sind. Ganz vorn in der Mitte. Du wärst eigentlich tot! Okay. Ich will ja keinen Knick ins große Märchen machen, aber ich habe das Auge repariert. Es ist blau. Aber blinzelt noch. Na gut. Gib Bescheid, wenn du bereit bist, das, was es gesehen hat, weiter zu verfolgen. Na klar. Na klar, na klar. Ja, okay. Frage über Fragen. Niemand hat darauf reagiert, dass wir mit Sarah gesprochen haben. Nicht eine einzige Er ist ganz aufgeregt, glaube ich. Mit Geld kann man Schäden beheben, aber... manche Dinge sind unersetzlich. Ja, okay. Haben wir vielleicht die Gespräche mit der Allheit schon vorweggenommen? Hey! Die Loge wird sich wieder wie ein Zuhause anfühlen. Ja, ich glaube, wir hatten die Gespräche vorweggenommen. Hey, Vlad! Mit seinem letzten Blick hat das Auge am äußersten Rand des bekannten Weltraums womöglich die einzigen Teile gefunden, die nicht in den Händen der Sternenblüter sind. Mhm. Weißt du noch, als der Weltraum unser einziges Problem war? Ei. Die pechschwarze See wirkt weniger beängstigend, wenn du von Haien angesprungen wirst.
Was? Die pechschwarze See wirkt weniger beängstigend, wenn man von Haien angesprungen wird. Darf ich mein Veto einlegen? Ich fände das viel schlimmer, wenn Haie einen anspringen. Du meinst, wenn man nicht von Haien angesprungen wird? Okay, ja, ich sehe mir die Artefakte an. Drück das Glück da draußen. Das mache ich, mein Freund. Du benötigst ein Schiff mit einer Grafsprungreichweite von 21 Lichtjahren, um dein Ziel zu erreichen. Die Grafsprungreichweite wird vom Grafantrieb und der Masse des Schiffs sowie deinem Astrodynamik-Skill beeinflusst. Ah, okay, wir müssen also erstmal wieder leveln. Ich meine, wir haben wieder ein Skill. Wir haben zwei Skill-Pünktchen. Pünktchen. Scharfschießen, da können wir ja wieder. Erhöht kritischen Wert mit Beinen, aber wir kommen ja hier. Mit Scharfschießen kommen wir langsam hin. Oder aber, Boost-Pack-Training haben wir durch. Sicherheit haben wir fast durch. Setze dein Digi-Dritt ein, um Schlüssel zu eliminieren, die für das Lösen des Rätsels nicht nötig sind. Oh. 5 automatische Versuche können für dich später aufgehoben werden. Ah, okay. Zielsteuerungssysteme, Schildsysteme. Hier können wir jetzt... Oh, wir können es hier auch was aussuchen. Alle Schiffssysteme werden 10% schneller repariert. Mögliche Installation von verbesserten Schiffsmodulen. Da müssen wir hin. Raumschiffdesign. Jo, installiere 5 einzigartige Schiffsmodule. Oh nö. Oh was? Oh nö. Okay, Robotik. Du fügst Robotern und Geschützen 10% mehr Schaden zu. Teilchenstrahl, Waffensysteme des Schiffs. Schiffsraketen von 10% mehr Schaden. Die Kosten im Zielmodus werden um 20% verringert. Das gefällt mir eigentlich auch gut, vor allem mit den Raketen. Und dann 30% mehr Schaden. Die Reichweite, das Reisetempo, das Nachladetempo von Schiffsraketen um 20% erhöht. Auch geil. Automatisierte Waffensysteme. Automatisierte Bordwaffen. Okay. Automatisiert heißt, ich muss nicht selber zielen, sondern die ballern einfach automatisch. Das ist ja der Dream. Verbessertes Angriffstraining, Kampftraining mit Boostpacks, ermöglicht eine breite Auswahl. Wenn du boostest, erleiden Gegner in der Nähe Schaden, können Feuer fangen. Aha, aha, aha. Verfügbar, könnte ich sogar schon... Achso, ich kann die Sachen schon nehmen. EM-Bordwaffen, okay, EM-Waffensysteme. Automatisiert kann ich auch schon freischalten. Wo ist dann 10% mehr Schaden? Okay, da muss ich erstmal gucken, wo ich die kriege. Schildsysteme, Logistik, 10% mehr Fracht, Antriebssysteme, die Höchstgeschwindigkeit um 10% erhöht. Okay, Medizin, 10% mehr Gesundheit, Analyse. Ja, da wollte man eigentlich noch hin, ne? Aber das wird alles dauern. Gefühlt, wir sind jetzt Level irgendwas, keine Ahnung, 30, bla. Gefühlt müssen wir noch sehr oft aufsteigen, damit wir die ganzen Skills hier freischalten. Und ich habe aber noch weiter gefühlt, habe ich das Gefühl, dass wenn wir aufgestiegen sind, also wenn wir die alle freigeschaltet hätten, dann sind wir, dann sind wir schon, dann sind wir schon die Allmacht hier. Körpertraining. Ich wollte auch gerne hier, zur Tarnung wollte ich auch gerne hin, wegen hier, ne, wegen Fernkampfschaden. Erleide 100 Sturzschaden. Oh, Mist. Da können wir nichts machen. Und hier brauchen wir noch 2 weitere Punkte für physisch. Umweltkonditionierung, ich guck nochmal, Energiewaffenschwächung, Ernährung, Getränk und Nahrung benutze ich nie, Schmerzgrenze. Physischer Schaden um 5% reduziert, finde ich eigentlich... Ganz ehrlich, das sehe ich irgendwie. Gilt das auch, wenn wir angeschossen werden? Ist das so ein bisschen so... Ich mach mal. Er leidet 250 Punkte physischen Schaden, das kriege ich glaube ich schnell hin. So, Damage machen wir momentan ja noch. Ich muss all unsere Ausrüstung und anderen Kleinkram auf Schäden überprüfen. Ja, du Arme. Du hast es schon schwer. Okay. Wir können ja nicht alle Artefakte holen, aber 2, 3 könnten wir uns noch gönnen, aber dann würde ich gerne mal wieder eine andere Questreihe machen. Ja, wir haben jetzt sehr viele hiervon. Unendlich vermisst. Warte auf die Feier, die dürfen wir nicht verpassen. Letzte Eindrücke.
Erhalte ein Schiff. Okay, Geheimnisse der Erde. Begib dich zur Nova Galactic Forschungsstation. Der Gesandte hat mir einen Schlüssel zu einer Basis auf Luna, dem Mond der Erde, gegeben. Angeblich kann ich dort mehr über die Artefakte herausfinden. Das machen wir nochmal. Geheimnisse der Erde. Ist ja fast um die Ecke. Ich hoffe, wir kommen pünktlich zur Trauerfeier wieder zurück. Wie lange brauchen wir denn da? So. Es wird da sicher freigeschaltet, ne? Sternwerft von Nova Galactic. Wir müssen aber auf... Ne, nicht die Erde, wir müssen auf den Mond. Ernsthaft? Bei der Forschungsstation? Nova Galactic Forschungsstation, okay. Dann landen wir mal da. Dann gucken wir mal, was es bei Nova für uns gibt. Ich würde heute ausnahmsweise schon mal den Break hier machen, ja? 5 Minuten vor der halben Stunde, unfassbar. Aber dafür haben wir ja auch... Einmal möchte ich mal in Ruhe abmoderieren können. Könnte ich mal ruhiger fliegen? Warum keine E-Raumschiffe? So, ich würde heute mal ein bisschen früher Schluss machen, 5 Minuten vor Schluss, weil sonst haben wir ja sowieso dauernd Überlänge, ne? Ich glaube, das ist okay, wenn wir heute mal 5 Minuten weniger haben, damit wir die Mission nächstes Mal im Ganzen haben. Fände ich, glaube ich, ganz schön. Ja, sonst gehen wir jetzt rein, 5 Minuten ballern ein bisschen und dann war es das wieder. Und ich weiß nicht genau, wie lange das dauern wird, deswegen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, nächste Folge erfahren wir hoffentlich ein paar weitere Geheimnisse über die Artefakte. Ich bin bei der Story noch ein bisschen unsicher, die hakelt meines Erachtens noch an 2, 3 Stellen, find's aber trotzdem sehr cool. Ja, auch wenn die... Ich glaube, die Story ist eigentlich viel komplexer, als man die hier darstellt. Wäre eigentlich sehr, sehr viel komplexer. Aber naja, wir spielen einfach mal mit, ja? Wir nehmen es einfach mal mit. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.